Die Nein, Frage ist, nicht hat jemand mal abschmieren. von euch da unten geguckt wegen Windrad? Weil hier oben, wo ich gerade bin, sind es auch bloß 20%. Ja, das werden wir hier in der Gegend nicht haben. Fällt das aber so gesehen ja auch schon wieder flach. %85. Ja, nice one. Oh na, no, bestens. Was machst du Fast. jetzt? Jedenfalls direkt vor Nidas Hülle, Hütte. Ah, okay, Wie alles klar. seht ihr das? Super. Wo steht das? Mit H auf Ja, H genau. drücken. Was? H und festhalten. Okay, hier oben ist nur 20%. Aber nice von da unten. Dieses 50% W, oder? 20% habe ich hier oben. Ja, das ist das. Also W Das ist ist das, Windstärke. wovon ich. Genau, das Ja, ist das, genau. was ich denke, dass es das ist, ja. Ja, richtig. Nö, ist hier 85%. Passt. Der Platz ist Ja, sehr gebongt. nice. Ist Hast das du den eine mal. Wasserquelle? Hast du. Ja, der steht hier vorne direkt. Nee, nee, hier hinten ist ein See. Achso. Ja, und hier direkt vor der Hütte ist ein Brunnen. Ja, den habe ich schon gesehen, ja. Mehrere. Also ein Brunnen steht da, eine Wasserstelle ist da. Wir haben ja alles. Hier unten ist ein See, genau. Hast du das markiert, Romer? Naja. Gut. Weil dann fliege ich jetzt auch schon mal straight nach Hause. Weil ich mache Feierabend. Ich bin schon wieder eine halbe Stunde über Limit. Können Naja, wir aber denn. wenn wir zu Hause sind, Feierabend machen, ist eine gute Idee. Ja, Das wird und mich ein dann kann langer er. Weg jetzt. Weiß ja nicht, wie lange Minila braucht, ob die das morgen noch schafft. Bis zum Abend. Ist doch egal, Hetzen will wann ich sie es jetzt nicht. schafft. Nur, dass wir schon mal einen Platz hätten. Ja. Und dann morgen Abend zu 19 Uhr dann. Mit dem Ich hätte hier Adler oben das ein und. Fluss. Hey Kev, geht's dir Fluss wieder Rui. besser? Hey Kev. Sogar mehrere Flüsse. Teiche. Seen. Hey, super. Das wäre natürlich nice, Nila. Dann könnten wir morgen unseren Umzug machen. Heute. Ja, Nela, lass dich nicht stressen. Na, also wie gesagt, ich sehe das ein bisschen anders. Muss nicht morgen sein, das kann, wann du Bock hast. Richtig. Keinerlei Hektik. Das hört sich ja nicht schön an, Kev. Das ist wohl wahr. Guck mal, das ist gar nicht so weit, ne? Was wir für einen riesen Weg geflogen sind. Prinzipiell nicht, ne. Wir sind halt nur einmal rumgeflogen. Ja, die Karte ist relativ begrenzt klein gehalten. Aber gute Spots zu finden ist schwer, finde Lol, ich. hier auf den Hügel, wo ich gerade lang fliege, da hat auch jemand was gebaut. Hier steht eine Kannst kleine da Bude. ranfliegen? Stimmt, die sehe ich auch gerade. Dann mache ich jetzt mal kurz einen Zwischenstopp. Ich habe Nilas Junge. zweite Bude gefunden. Ja, Auch nicht verkehrt. Auch genug Platz eigentlich. So für eine Person. Ach, selbst für zwei Personen, glaube ich, würde, oder für uns drei Personen würde der Platz fast reichen. Oh, Leute, da solltest du zwar nicht drin landen, aber was machst du da? Nee, das ist nicht Nela, aber wer ist denn das? Wenn sie direkt anfliegt zu den Foundations, hier ist ein Rex. Dann sieht sie, wem die gehört. So gar nicht so weit weg. Weiß ich auch, wo man Rexitainment kann. Owner Milf Hunters. Haha, haben die auch eine Base? Nee, hier. Lol. Sind sie. Ja, doch, die sind hier hochgezogen, glaube ich. Ja, aber da ist ja noch 60, gar 70, nichts. haut fast hin. Oder das war bloß eine Zwischenbase nochmal. Nee, nee, nee. Das sieht eher nach einer Zwischenbase aus, weil in den ihrer Base war ich ja drin. Die haben in einem Tal gebaut. Richtig geil mit Seen und Okay. Wasserfällen. Und Überdachung, also die haben eine natürliche Überdachung zu einem großen Teil, weil da halt Fels Vorsprung ist. Ach, da ist der Rex, jetzt sehe ich ihn auch. Das sieht richtig geil aus bei denen. Die sind weiter im Norden.
Womit haben wir so eine Door fertig zum Hinklatschen? Megador noch nicht. Nee, nee, eine kleine, so eine Tür. Eine normale Ja. Wohnungseingangstür haben wir ja. Haben wir auch diese passende Foundation dafür, also diese Wandeinsatz? Ja. Dass Also wir wir hier haben quasi den. bei dem Steintor, wo wir immer rein und raus gehen, dass wir da noch vernünftiges Tor reinbauen für unsere Viecher. Wir können da nichts reinbauen. Wir können da nichts bauen. Das Ach ist das Problem. ja, Mann! Dann Das habe ich nämlich parke alles ich. schon probiert gehabt. Dann die Viecher auf dem Dach parken. Ich, dass hier doch mal ein Kätzchen reingetigert kommt. Das habe ich nämlich auch das allererste probiert gehabt. Und das ging nicht. Ja, ist logisch. Oh lol, jetzt verdurste ich. Ja, oder das Einzige ist, wir gucken in der Nähe, dass wir einen kleinen Holzverschlag bauen oder so, wo wir sie reinstellen, wo wir wieder bauen können. Das Ja, könnten oder wir auf dem machen. Dach. Da müssten wir jetzt aber noch ziemlich schnell Holz, Thatch und Fiber zusammenklatschen. Nee. Also ich zumindest nicht mehr. Ich hätte sogar einen Punkt direkt. Ganz oben da auf dem Felsen. Wenn es dahin passt, könnten wir da oben die Teile reinsetzen. Auf den großen bei uns. Naja, weil da kommen Habe ich auch keine. gerade dran gedacht. Ja, und wie kommen wir da hoch und runter? Na gut, Richtig, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. ein Schmetterflatter kann man ja auf dem Dach parken bei uns. Wobei, da müssen wir hier unten gucken. Ich gucke jetzt mal, wo Wobei, wir dann bauen können wir sie können. auch alle auf dem Dach parken. Nee. Krieg den Adler da nicht hin. Ach so. Also nicht so richtig zumindest. Ich will es mal probieren, wie gesagt, was ich da zusammengeschustert bekomme. Ah, doch, so steht er. Ach, guck mal. Weiß jetzt bloß nicht, ist. Aha, ich schaue das aber kurz hoch. Ist alles gut. Jetzt nicht ran, du bist dran. Accretion to neutral, set accretion to passive. Dann greift er auch nichts mehr. Bei ihm auch gut aus. Ich flieg mal deinen Schmetterflatter auch noch hoch. Jo, passt. So parken. Der andere. Schmettervater. Will nach hier oben laufen, bitte. Jetzt passt Wow! Wackelt und hat Luft. Was? Arschlochwolf, Fickerwolf, Bastardwolf. Boah, der kam genau hinter unsere Ölpumpe her, ey. So aus dem Nichts auf einmal steht er Hast vor du ihn? mir. Ja. Ja. Ich meine, theoretisch stehen die Tiere da oben erstmal so gesehen relativ gut. Ja, und wir brauchen kein Material verschwenden. Das Problem ist, wenn die von außen Richtig. von irgendwie ein Vieh gesehen werden, die spucken können, dann haben die ein Problem. Die dürfen normalerweise durch nichts gesichtet werden. Deswegen sollte man da auch immer Mauern hochbauen. Deswegen meinte ja Mahil den einen Tag so von wegen, die Mauern sollten da schon irgendwie Minimum 4 oder 5 Dinger hoch sein. Deswegen, ich werde jetzt noch versuchen, irgendwie auf die Schnelle so eine kleine Plattform zu bauen, in welche Viecher da reinpumpen. Wenn gut ist, dann kann man das dann einreißen, wenn wir wieder los wollen und gut ist. Ja, ich beim Holz abfahren.
Mal gucken, Foundations. Müsst ihr insgesamt, ich würde mal sagen, 3, 6, 9 Foundations müsst ihr erreichen dann. 3x3, ja. Fiber haben wir noch zu Hause, dann gehe ich mal gerade gucken, was ich jetzt noch reißen kann. Dann die Mauern da rein. 2, 3 hoch, dann ein Deckel drauf von Newt ist. Ich schlag aber schon mal aus. Jo. Sonst kriege ich meinen Rhythmus nicht mehr rein. Der Rhythmus, bei dem jeder mit muss. Oh, Judith, Donnerstag. Soll ich noch Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag, Montag, 5 Tage. Set schon mal auch noch. Brauchst du noch? 2 habe ich. Auf jeden Fall muss ich Wood. Alles klar. Bald sterben, ja. Hölle ist unterwegs. Rottet erstmal komplett alles aus, den gesamten Wald. Känguru. Oh. Da siehst du bloß einen langen Schwanz und denkst dir, das ist ein Raptor. Das ist Gott sei Dank nur ein Känguru. Lol, hier backt sich gerade eine Motte durch die Decke bei uns. Ja. Brauchst du auch noch Thatch oder nur Holz mehr? Thatch haben wir noch genug. Thatch müssen wir ja haben, ne? Okay, gut. Weil wenn die Bäume weg sind, sind sie weg. Was, Maxchen? Gleich so viel? So, jetzt erstmal wieder nach oben. Ja, das hier. Du mal. Oh, Mann, ey. So. Ich sehe das schon, irgendwann werde ich gelünscht. Ja. Alles deine Schuld. Wenn ich der Verursacher bin. So. Ja, nee, mach ich. Ach so, das auch noch. Ja, so nennt man das also heutzutage. Sehr interessant. Ich verstehe. Ja, weißt du, Bezahlung, meine kostet brava. Kriegst du nichts in deutsche Stadt? Nee, nichts deutsche Stadt, keine Ahnung. So, ich pack dir das in die Werkbank rein. Jo. 743 Holz habe ich mitgebracht. Ich muss mal gucken, wie weit wir damit kommen. 5. Ich habe ein Gallimimus-Eck gefunden. Was? Nicht.
Aua. Ach, es geht. Kommt auf die Ecke drauf an, tatsächlich. Ja, wie Maxin schon schreibt. Na gut, dann verabscheue ich mich. Jo, gut, schlecht, schlaf schön. Ich gebe mein Bestes. Dann träumen wir was Feines. Ah, shit. Na gut. Was soll er halt, soll sich auch. Ich muss mein Bett noch beziehen. Oh. Ja, da dann. Hopp, 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 hopp. Ja, na gut. Bis morgen. Alles klar. Bis dann. Ciao. User disconnected from your channel. Ich probiere auf jeden Fall schon die Foundations aufzustellen. Was sagt der Platz? Das Holz? Ja, ich brauche auf jeden Fall noch. Ja, schon. Okay. Ja, dann von mir auch mal gute Besserung. Ja, wow, das sieht schon mal scheiße aus mit hier oben hinstellen irgendwo. Ah, hier hinten, wow. Also ich hab, wenn du ein Stück den Berg runterläufst, steht da auch ein Lagerfeuer, wo man hinbauen könnte, wo es auch geht. Das scheint mir gerade ein bisschen näher dran zu sein, als das, wo du da gerade bist. Wieso, das ist doch hier vorne am Dingens. Weißt du, da in... Achso, na dann passt das. Direkt am Turm ist das. Und so, jetzt brauche ich einen Doorframe. Sagt die Gegend. Die Gegend sagt, sie sieht gut aus. Herrliches hier. Herrliche Motte. Alles klar, Sagret. Dann dir auch eine gute Nacht. Schlaf schön. Wow, bitte was? Jetzt kann ich hier keine Wand dran setzen. Wollt ihr mich verarschen? Ja, Kev, wir spielen PvE auf einem privaten Server. Um in Ruhe spielen zu können, alles lernen, in Ruhe Zeit haben zu können, weißt du, ohne dass dir irgendjemand im Nacken hängt oder so. Da läuft ein Kanu rum, das gefällt mir nicht. Vier, sechs. Ja, klar, sie wäre PvP sicherlich auch ganz, ganz interessant, aber ja, wie du schon schreibst, da ist halt denn schwierig. Und spätestens, wenn wir PvP spielen, dann müssten wir PvP auf einem privaten Server spielen, auf dem nicht jeder drauf kann. Ansonsten habe ich doch gleich die nächsten Freunde schon wieder hier. Die warten doch nur darauf, dass ich auf den PvP-Server gehe. Wow, wie viele Terrorvögel rennen hier bitte rum, ey. Bei dir hinten? Bei mir ist Gott sei Dank momentan nichts. Das ist auch gut so. Ich bin Holzfarm.
Grundgerüst steht jetzt schon. Jetzt bräuchten wir nur noch Material für die Dächer. Ich fange jetzt schon mal an, die Vögel, also die Flugviecher da reinzustellen. Ich muss mal gucken, ich hoffe, die passen alle. Ja, wird schon irgendwie. Haben wir 875 Holz mitgebracht. Die Bäume in der näheren Umgebung aber auch alle weg. Das wird verdammt eng. Kann sich auf die Dinger draufsetzen? Oh, nice. Alles klar. Oh nein. Oh, abgestürzt. Ja. Sache, das wird verdammt ja, eng. durch. Ja, wenn da noch eine Dritter kommt, glaube ich, wird's wirklich schwierig. Ich probiere es einfach mal. Vor allem mit dem Hinstellen, glaub, das können wir fast knicken, weil vor den Adlerstellen kannst du zwar jemanden, der hängt aber zum größten Teil mit dem Kopf und allem aus dem Ding raus. Und alle bei der Tür reinstellen wird wahrscheinlich auch nicht funktionieren.